In dem kleinen Teil, wo wir uns befinden, streckt es sich halt ewig. What the fuck? Alter, war das eine Explosion? Willkommen zur ersten Episode von Unknown Worlds. Auf diesem Kanal geht es darum, unbekannte Orte zu bereisen und videotechnisch zu erfassen. Das können Orte sein, die niemand kennt, oder aber auch Plätze, die vielleicht namentlich bekannt sind, aber einfach menschenverlassen sind. Es geht also, so wie es der Titel schon sagt, um die Dokumentation von unbekannten Welten. Dazu muss man auch nicht unbedingt bis ans Ende der Welt reisen, sondern man wird überrascht sein, wie viel Unbekanntes eigentlich noch in der unmittelbaren Nähe auf einen wartet. So wie auch in dieser ersten Episode von Unknown Worlds, in der wir einen verlassenen Truppenübungsplatz im Land Brandenburg besuchen. So viel dazu an dieser Stelle, viel Spaß. Jetzt hier beim Truppenübungsplatz angekommen und eben beim Vorbeifahren haben wir ein Schild entdeckt, was wir konnten leider nur relativ kurz raufschielen. Es hat aber für ein bisschen Unruhe gesorgt bei uns, weil da irgendwas mit Lebensgefahr drauf stand und so weiter. Wir wussten ja, dass es ein Truppenübungsplatz ist, aber dass hier wirklich noch so eine Warnhinweise stehen, das sorgt doch schon ein bisschen für Unruhe. Ja, Lebensgefahr, sage ich mal. Das ist natürlich nicht so gut. Kampfmittel. Es klingt irgendwie sehr dramatisch, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall dramatisch formuliert. Bist du sicher, dass du da noch raufgehen willst? Russenbaracke, aber nicht so eine riesige Hütte oder so, sondern einfach so ein kleiner Kontrollposten oder was das war. Keine Ahnung, könnte mir vorstellen, dass da jemand drin saß und irgendwie die Ausweise von den Soldaten kontrolliert hat, die da reingefahren sind, oder einer, der einfach nur Wache gehalten hat. Total krank, wie es ja einfach in einer Umgebung ist und nichts anderes ist. Einfach nur dieses Ding da ist, das hat irgendwie was, finde ich, diese kleine Hütte. Ja, sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. So dieses schräge Fenster vorne hat so ein bisschen was von ehemaliger Flughafen. Ja, sieht so ein bisschen, genau, aus, stimmt. Flughafen-Power, ja. Vorne, aber es ist natürlich viel zu klein und hier ist halt auch nichts in der Nähe. Ja. Vielleicht hat da einfach nur damals so wie so ein Fluglotse drin gesessen, oder es war ja auch eine Annahmestelle oder irgendwas. Ja. Total interessant einfach so. No clarity, no clarity, no clarity, no clarity. No clarity, clarity, clarity. No clarity. Visions unclear, no gravity, our love's in the air. I shed an ocean of tears for you, knowing that I'm no longer here for you. And when it all settles in, this is what it sounds like when my heart cries. Das Gebiet hier war ursprünglich besetzt von den Russen. Also was heißt besetzt? Die haben das halt während der DDR-Zeit als Truppenübungsplatz genutzt für die sowjetische Armee halt. Da wurde hier so eine hohe Blindgängerverseuchung sozusagen hervorgehoben durch die Russen, dass das bis heute noch das blindgängerverseuchste Gebiet in Deutschland ist. Und ja, die Russen sind erst 1992 abgezogen. Der Wende. Danach wurde es noch so ein bisschen von der Bundeswehr genutzt, aber nach einem rechtlichen Streit, der noch bis 2010 in etwa andauerte, wurde auch die Bundeswehr hier
sozusagen nach Hause gecheckt und seitdem ist es einfach eine freistehende Fläche, zu der halt Zugang verboten ist. Man hört, angeblich sollen hier die Dörfer rundherum immer noch heute Tiere hören, die halt in Blindgänger laufen und explodieren sozusagen. Das heißt, sie chillen abends auf der Couch in ihrem Dorf und dann hört man auf einmal eine Explosion. Das scheint hier normal zu sein in der Gegend. Kann man sich schwer vorstellen, aber scheint so zu sein. Kannst du über das Haus da noch fliegen, wo der Rums herkam? So, wir haben hier eben merkwürdige Plumpsgeräusche gehört, die aus dieser Richtung kamen, aus diesem Haus vermutlich. Und jetzt wollen wir mit der Drohne das doch nochmal von nahen abchecken, ob da irgendwas zu sehen ist. Es ist aber definitiv kein natürliches Geräusch. Es hat sich angehört. Ich denke, als wäre da ein Tier drin gewesen und hätte irgendwie was umgeschmissen oder so. Also als wenn da, weiß ich nicht, ein Marder drin wäre, der von einem Regal auf den Boden gesprungen ist oder einen Stein umgekippt hat. Ja. Es hat sich nach einem ganz lauten Plumps zweimal hintereinander angehört. Das war nicht natürlich. Meine erste Intention wäre gewesen, dass da ein Mensch ist, aber das ist natürlich hier relativ unrealistisch auf dem Feld. So, da wir die Drohnenaufnahmen immer erst im Nachhinein auswerten, haben wir leider jetzt erst eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar in der Halle, die man hier sieht, scheint es rechts in den Untergrund zu gehen. Ich habe in dem Standbild nun die Farbfilter entfernt und das Bild aufgehellt. Und wir haben leider keine andere Erklärung, als dass das ein Eingang in ein eventuelles Untergrundsystem ist oder in einen Bunker oder ähnliches. Das wirft auf jeden Fall viele Fragen auf. Man kann es nicht zu 100% entdecken, weil wir leider nicht nah genug mit der Drohne rangeflogen sind. Aber wenn das Video genug Resonanz erhalten sollte, birgt dieses Untergrundsystem auf jeden Fall viel Stoff für einen zweiten Part. Wir werden uns das auf jeden Fall nochmal genauer angucken. No clarity. No clarity. Visions unclear, no gravity, our love's in the air. I shed an ocean of tears for you, knowing that I'm no longer here for you. And when it all settles, this is what it sounds like when my heart cries. This is what it sounds like when my heart cries. Wenn man hier langläuft, wird man sich gar nicht bewusst, wie groß eigentlich dieses Feld ist. Ich meine, in den Drohnenaufnahmen hat man schon ein bisschen so einen Eindruck gewonnen diesbezüglich, aber allein schon hier in dem kleinen Teil, wo wir uns befinden, streckt es sich halt ewig. What the fuck? Alter, war das eine Explosion? Sind da irgendwelche Jugendliche, die einen Böller... Keine Ahnung, das hat sich angehört wie ein Silvester oder so, wenn eine Rakete hochgeht. Ey, Alter, das finde ich gerade mega creepy, ohne Witz, Mann. What the fuck? Lass mal... Abbaut. Das ist mir zu krass. Alter, da ist irgendwas explodiert. Ich kann es nicht glauben. Lass jetzt mal hier schnell fahren. Das ist zu krank, Mann. So, wir sind jetzt inzwischen wieder zu Hause. Aber wir wollten das Video nicht einfach so zu Ende gehen lassen, sondern nochmal was zu diesem Ort sagen, was da alles geschehen ist, so ein bisschen reflektieren. Wir waren irgendwie, als wir da jetzt auf dem Feld waren, was ihr gerade im Video gesehen habt, als das da war, waren wir als erstes komplett so irgendwie einfach, geschockt. Also, keine Ahnung, irgendwie
ich weiß nicht, ihr könnt euch da vielleicht auch hineinversetzen, wenn man das denn da auf einmal hört, die Explosion, man weiß, dass das irgendwie ein Truppenübungsplatz ist, das Blindgänger verseucht ist, keine Ahnung. Wir hatten auch vorher gelesen, ja, dass da Tiere manchmal noch im Blindgänger treten, aber keine Ahnung, ob es das jetzt letztendlich war oder so. Ich weiß auch nicht. Also wir wussten in dem Moment eigentlich nicht so wirklich, was abgeht. Wir haben halt irgendwie so, wir sind halt naiv auf das Feld raufgelaufen, haben eigentlich die Gefahr so gar nicht wirklich ernst genommen. Und als dann wir dann plötzlich dieses Geräusch gehört haben, wir haben uns ja auch das in der Aufnahme und so schon angehört gehabt, dass man das definitiv ziemlich laut hört, wussten jetzt nicht, ob ist das jetzt, war das jetzt ein Blindgänger oder ist irgendwie doch noch ein kleiner Teil dieses Feldes irgendwie in Benutzung und da werden da doch noch irgendwelche Waffen geprobt oder so. Also wir waren so auf jeden Fall ziemlich schockiert und sind dann auch direkt gegangen. Wir haben auf diesem Truppenübungsplatz sehr, sehr viele Eindrücke gewinnen können, haben dann die Dreharbeiten zwar ruckartig abgebrochen, aber ich denke, die Zeit, die wir dort verbracht haben, reicht, um für uns zu bestätigen, dass dieser Truppenübungsplatz für uns eine Unknown World ist, weil wir einfach vorher noch nie was von gehört haben. Es ist also sprichwörtlich eine unbekannte Welt, die dort existiert. Wir leben jetzt schon unser Leben lang in Brandenburg, haben aber noch nie was von diesem Platz gehört vorher, haben den zufällig entdeckt. Es kennt anscheinend auch niemand sonst, also mit allen Leuten, mit denen wir darüber geredet haben, keiner konnte damit irgendwas anfangen, keiner wusste, dass das so unmittelbar in der Nähe existiert und noch so Blindgänger verseucht ist und so eine hohe Gefahr eigentlich von dort ausgeht. Es herrscht auf diesem Feld eine wirklich ohne Witz Totenstille, man hört nichts außer Vögel und irgendwelche Grillen, man hört nichts von Zivilisation, man hört nichts, was irgendwas mit Stadt oder Menschen in Verbindung zu bringen ist. Es ist wirklich wie, keine Ahnung, in einer postapokalyptischen Welt. Also dieser eventuelle Eingang in den Untergrund, das hat uns auf jeden Fall richtig geflasht. Wir haben das zufällig in der Drohnenaufnahme entdeckt gehabt, haben die Bilder aufgehellt, sind rangezoomt und alles, um wirklich noch irgendwie wirklich zu dem Punkt zu kommen, ja, es geht dort unter die Erde, aber wir sind uns einfach nicht 100% sicher, was das ist. Also, vielleicht ist es auch eine optische Täuschung gewesen oder irgendwas, aber wenn es da tatsächlich unter die Erde geht, fragen wir uns natürlich, was ist da? Ist da jetzt nur ein Raum? Ist da irgendwie ein Lager? Ist da ein Keller? Ist da ein Schutzbunker oder fängt da wirklich ein richtiges, weiß ich nicht, so Tunnelsystem oder irgendwas an? Evakuierungssystem vielleicht. Ja. Auf jeden Fall, also das müssen wir uns nochmal angucken, wenn das wirklich bestätigt, dass da wirklich irgendwas unter der Erde ist, was, weiß nicht, komplex ist, was groß ist, nicht nur irgendwie ein Raum oder so, dann würde sich das auf jeden Fall für einen zweiten Part anbieten. Also wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Video wieder. Wir haben uns schon den nächsten Ort rausgesucht für Episode 2 von Unknown Worlds und haben da wirklich was richtig, richtig Nices gefunden. Deswegen würde ich sagen, bis dahin. Ja, bleibt dabei, haut rein.